Hallo, hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute möchte ich mit euch die Today Reinigungsmilch ausprobieren und zwar ohne Make-up, sondern einfach nur als Pflege und als Abreinigung meiner Fettschicht, meiner Schmutzschicht, meiner Tagesschmutzschicht. Es ist Samstag, es ist Wochenende und ich möchte gerne ein bisschen ein reines Gesicht haben und mit einem reinen Gesicht ins Bett gehen. Deswegen würde ich das gerne mit euch ausprobieren. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Wenn euch solche Themen rund um das Testen von Beauty-Produkten interessiert, abonniert gerne meinen Kanal. Das würde mich riesig freuen. Ich bedanke mich im Voraus. Heute testen wir das Today Reinigungsmilchprodukt sanft für jeden Hauttyp. Sanfte Reinigung und Pflege mit Mandelöl und Hamamelis-Extrakt. Das sieht sehr schön aus und ich möchte das einmal probieren, ob das auch auf der Haut gut wirkt. Das ist die Today Reinigungsmilch sanft, wurde speziell für die tägliche Reinigung entwickelt. Die besonders milde Emulsion befreit die Haut sanft und gründlich von Schmutz und Make-up, ohne auszutrocknen. Die Rezeptur mit hautfreundlichem pH-Wert und ausgewählten Pflegesubstanzen wie Mandelöl und Provitamin B5 pflegt die Haut und schenkt ihr ein zartes und geschmeidiges Hautgefühl. Und die Anwendung schauen wir uns auch nochmal an. Morgens und abends auf Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen und sanft einmassieren. Mit warmem Wasser oder einem feuchten Wattepad entfernen. Ich habe mir für die Entfernung ein feuchtes Handtuch bereitgelegt. Ich würde auch gerne mein Gesicht einmal anfeuchten, bevor ich mit der Waschcreme dran gehe. Es steht auch nicht drauf, dass man es nicht an den Augen anwenden darf. Jedenfalls habe ich das nicht gelesen. Werde ich mal eben gucken. Nö, da steht nichts. Deswegen dürfen wir das sicherlich auch an die Augen machen. Werde ich aber nicht. Ich habe ja kein Augen-Make-up. Erstmal riechen. Ja, also es riecht so ein bisschen. Ja, jetzt kann ich gut riechen. Es riecht so ein bisschen, ja, wie Seife, vanillig, keine Ahnung, wenig Duftstoff, aber so ein bisschen nach Plastik und so ein bisschen nach Sonnencreme, keine Ahnung, nicht ganz so angenehm jedenfalls. Ich denke, das muss reichen. Ich bin auch kein Freund von so viel Produkt und hoffe mal, dass ich hiermit auch genug aufgetragen habe. Es ist cremig, muss ich sagen. Ich benutze so gut wie nie solche Reinigungsprodukte wie Waschmilch oder ähnliches, weil, keine Ahnung, ich bin eher so Abschminktuch oder Washi oder so, nicht so sehr mit so flüssigen Substanzen, keine Ahnung, habe ich mir nicht angewöhnt und mag ich nicht so gerne, aber das ist natürlich auf jeden Fall zu empfehlen, wenn man die Haut Poren tief reinhaben möchte. Aber es muss man nicht. Also man reicht auch Wasser. Ja, also das Hautfett ist ja dafür da, um eine Schutzbarriere herzustellen. Und klar, die Reste müssen herunter. Ich würde noch mal ein bisschen nehmen. Die Reste müssen herunter, die der Körper natürlich sammelt bezüglich Schmutzpartikel aus der Luft und ja, was man halt sonst noch auf dem Gesicht hat, aber grundsätzlich reicht auch einfach nur Wasser, ne, zur Abreinigung von Schmutz und Umwelteinflüssen, die auf unsere Haut sich ablagern. So, man sieht jetzt eigentlich gar nichts, fühlt sich an wie eine Creme. Klar, ihr könnt das auch noch befeuchten, also dann mit feuchtem Wasser da dran. Wir sind ja jetzt hier aber nicht am Waschbecken und außerdem steht das auch nicht da. Deswegen habe ich das einmal probiert, ohne das Ganze mit Wasser zu befeuchten, was ich nochmal machen könnte. Also ich könnte jetzt nochmal ein bisschen Wasser nehmen und dann das Ganze nochmal aufschäumen. Mal gucken, wie gut das funktioniert. Dann werde ich hier aber alles nass machen. Mann, aber wir machen es am Badezimmertisch. Kommt. Seid ihr ein bisschen schräg, aber ist nicht so schlimm. Ich nehme jetzt nochmal ein bisschen und dann gucken wir mal, wie gut sich das mit dem Wasser verbindet. Ja, das wird jetzt sehr, sehr cremig und schäumt nicht auf, aber wir können gut unser Gesicht abreinigen. So, ich wollte das aber trotzdem mal ausprobieren am Schminktisch, denn viele schminken sich ja auch am Tisch ab und haben da ja auch kein Wasser zur Verfügung.
Aber ich muss sagen, dass es so wesentlich besser funktioniert, natürlich mit Wasser. Es emulgiert natürlich dann sofort und wir können gut unsere Schmutzpartikel abnehmen. Sieht man, glaube ich, auch ganz gut. Es gelingt mir sehr schön, dieses Produkt einzuarbeiten. Also, nee, so trocken, das können wir mit dem Produkt leider nicht. Das heißt, wir müssen immer am Waschbecken arbeiten, um genug zu emulgieren. So, das soll aber reichen. Jetzt würde ich das einmal abnehmen wollen. Jetzt habe ich mein Handtuch nicht mit. Kein Problem, nehmen wir ein neues. Und dann nehme ich das Produkt einmal ab. Und dann gucken wir uns am Tisch an, was das Ganze gemacht hat. Ja, schade, ich hätte gerne, dass es auch, dass man dafür nicht so viel Wasser benötigt, aber ja, solche Produkte sind halt dafür gedacht, mit Wasser zu arbeiten, ne? Auch meinen Augen. Ich bin zwar nicht direkt an die Augen gegangen, aber es hat überhaupt nichts gemacht. Kein Brennen, kein Jucken, nichts. Auch die Haut fühlt sich sehr schön gepflegt an. Ich werde das Ganze jetzt einmal abtrocknen und gucken, wie das dann aussieht mit euch zusammen gleich an meinem Schminktisch. Hier bin ich wieder. Also, ich bin wirklich sehr positiv überrascht von dem Ergebnis, weil es sehr, sehr sauber sich anfühlt. Es quietscht förmlich auf meiner Haut. Allerdings, das verspricht das Produkt ja auch nicht. Ich habe keinerlei, also ich habe auf jeden Fall das Ge Bedürfnis einzucremen. Jetzt ist alles so ein bisschen trocken geworden, also ein ganz klein bisschen. Und ich habe aber auch ganz schön massiert. Das habt ihr ja gesehen, aber das war auch der Sinn meiner ganzen Waschaktion, weil ich die Haut wirklich mal so richtig gut bearbeiten wollte und meine Hautporen reinigen wollte. Ich hatte ja ein Peeling gemacht vor 2 Tagen und wollte jetzt einfach mal nach 2 Tagen so richtig schön wieder die Haut quietschig sauber haben. Quietschig ist sie auf jeden Fall. Und je trockener sie wird, desto weicher ist. Das ist tatsächlich ein weiches Gefühl. Und wenn die Haut nicht mehr mit Feuchtigkeit belastet ist bezüglich des Wasser, was ich da eben aufgebracht habe, habe ich tatsächlich das Gefühl, dass es so ein bisschen eingecremt wirkt. Ja, ich habe aber immer noch das Bedürfnis, eine richtige Creme nachzuschießen, weil es so ein bisschen trocken ist. Nicht doll, aber so ein bisschen. Nun, gereinigt ist sie auf jeden Fall. Es ist überhaupt kein fettiges Gefühl mehr auf meiner Haut. Ich finde, sie ist sauber. Sie sieht gepflegt aus. Sie ist auf jeden Fall sehr, sehr weich und fühlt sich sehr angenehm auch am Hals. Ja, sehr, sehr schönes Gefühl. Aber ich würde auf jeden Fall jetzt mit einer guten Creme noch hinterhergehen. Mein Lieben, das ist auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Weniger für trocken, also nur das Gesicht befeuchten, das klappt nicht. Dann wird das eingesogen wie so eine Creme und das ist nichts. Also wir müssen tatsächlich eine Creme herstellen, indem wir Feuchtigkeit zugeben, indem wir Wasser zugeben in unserer Hand und das Ganze dann eben sehr feucht reinigen. Und das hat es richtig gut gemacht. Es hat auch nicht so richtig geschäumt, weil ich mag das gar nicht, wenn ich mein ganzes Gesicht voller Schaum habe. Trotzdem hat es eine gute cremeartige Konsistenz gebildet in Verbindung mit Wasser. Ich hatte ein schönes, ein schönes Massageerlebnis, während ich gereinigt habe. Es war sehr cremig und sehr gehaltvoll. Und beim Abwaschen ist es mir auch sehr wichtig, dass das sofort abgeht mit dem Produkt, dass ich da nicht noch stundenlang versuchen muss, auch jeden Rest aus der Pore herauszuholen. Das ist gar nicht so selten der Fall bei diesen Waschlotionen, sondern es ist sofort schön sauber geworden. Es ist weich, wenn es ganz trocken ist. Und es ist trotzdem so ein bisschen
dass ich das Gefühl habe, meine Haut ist ausgetrocknet. Ja, man sieht es vielleicht auch, weil sie sehr rot geworden ist gerade. Das ist immer ein sicheres Zeichen dafür, dass ich eine Creme auftragen muss. Meine Haut braucht jetzt Feuchtigkeit. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich sowas eigentlich normalerweise nicht benutze, sondern wie gesagt, nicht mit so einer Waschcreme arbeite, sondern mit anderen Produkten. Ich muss jetzt hier nachlegen mit der Balea Tagescreme. Die Nachtcreme ist mir zu gehaltvoll und ja, das hat die Waschlotion von Today richtig gut gemacht. Was kostet das? 1,49 oder so. Jedenfalls nicht viel. Und dafür tut sie auf jeden Fall ihren Dienst. Ich werde mir das an meinem Waschbecken stellen. Und das, da darf sie sich schon was drauf einbilden. Da kommt nicht viel Produkt hin an meinen Waschtisch. Deswegen, den werdet ihr bestimmt noch einmal in der Wolfsmama-Geschichte in meinem Vlog erleben. Weil die werde ich auf jeden Fall weiter benutzen. Aber es ist so ein bisschen, das muss man der Ehrlichkeit halber ja sagen, es brennt so ein ganz klein bisschen jetzt, nachdem ich die Balea-Creme drauf gemacht habe und ich werde rot, was so viel heißt, dass meiner Haut ein bisschen was gemacht wurde, was sie nicht so gut fand. Ja, ich habe Rosazea, das wisst ihr, aber nichtsdestotrotz ist es schön, wie gesagt, aber ich möchte das trotzdem erwähnen zum Schluss. Meine Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss!